Also wissen Sie, das Erotischeste sollte schon ich sein an der ganzen Geschichte. Ne? Ja, kommt ja alle drei aus demselben Land. Das so ist es. So ist es. Wir können, glaube ich, hier hochgehen. Sind wir schon vorne? Ja, ja. Wir können hier hochgehen, ist alles klar. Er muss das entscheiden. Offen haben. Das war 1990, da war gerade die sechste LP erschienen, Data de Groove. Wir haben damals, glaube ich, ein sehr interessantes Gespräch geführt. Viele Hörer werden sich auch daran erinnern. Und ich möchte da auch weitermachen. Ich möchte aber vorneweg eine ganz simple Frage stellen. Es ist das siebte Album. Sind Sie abergläubig? Glauben Sie, dass die Zahl sieben Glück bringt? Noch einmal. Also, jetzt die Antwort. Es heißt ja auch die verflixte 7. Ne? Also ob die Zahl 7 eine Glückszahl ist, vermag ich jetzt noch nicht zu sagen. Die LP-Nachtflug kommt erst Mitte September. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es eine magische Zahl ist. Mhm. Ich hatte meine erste Band mit 7 Bandmitgliedern. Ja. Ich glaube, jetzt nach meinem 7. Album sagen zu können, dass ich zum ersten Mal einigermaßen stilsicher bin. Ich glaube, dass dieses Album sich um kein Statement drückt und dass auch kein Vorwurf gemacht werden kann. Wir verstehen ihn nicht oder wir wollen nicht verstehen, was er uns da erzählt. Ich glaube an das Album und ich glaube an die 7. Kann ich vorwegnehmen, ich glaube an das Album auch. Ich glaube, dass da ein Schritt wieder zurück zu Falco getan wurde. Ich möchte aber wirklich auf dieses Gespräch von damals zurückgehen. Und ein bisschen wurde das angerissen. Sie haben mir nämlich damals gesagt, als ich Ende 20 war, glaubte ich, alles hinter mir zu haben. Jetzt mit 33 weiß ich, alles liegt vor mir. Mit der neuen LP kann ich mir zum ersten Mal leisten, was ich wirklich will. Zwei Jahre später das beurteilt. Es ging um Data de Groove. Es ging um Data de Groove. Ich muss mich korrigieren. Ich weiß nicht, ob das genau so rüberkam, wie ich es meinte. Ich meinte, ich war mit 20 eigentlich reif. Ich habe mich seit 20 kaum verändert. Alle Grundvoraussetzungen, charakterliche Eigenschaften, alle Interessenseigenschaften, alle Liebe- und Hasstendenzen waren mit 20 so da, wie sie jetzt mit 35 da sind. Es haben sich nur Feinjustierungen abgespielt. Ich war mit 30 eigentlich fertig, weil ich keinen Preis mehr zu gewinnen hatte, den Olymp, der Nummer 1 in Amerika bestiegen hatte und das Gefühl hatte, mich fast krampfhaft verändern zu müssen, weil ich also glaubte, das wäre die Aufgabe des Künstlers, Veränderungen an sich durchzuführen, um seine Welt zu verändern und vielleicht irgendwie auch sein Umfeld zu verändern. Mit Data de Groove habe ich mir wirklich geleistet, was ich mir leisten wollte. Ich glaube, dass das Album weit unterschätzt ist. Ich glaube, dass sich jedes Album, das ein kommerzieller Misserfolg ist, erst an der Qualität des kommerziell erfolgreich Nachfolgenden messen wird. Also ich bin da sehr zuversichtlich. Und ich denke, dass ich bei Weitem noch nicht dort bin, wo ich hin möchte. Ich glaube, dass es durchaus noch ein paar LPs verträgt, um sagen zu können, jetzt ist er das, was er will. Von einem Rückschritt möchte ich insofern im positiven Sinn sprechen, als ein Rückschritt oft auch ein Fortschritt sein kann. Und diese Veränderungen, die ich also probiert habe, eher in die Hose gegangen sind. Das sage ich ganz, ganz cool, ja. Und ich denke, dass am alten Falco nicht viel zu verändern war. Da war schon alles da. Das glaube ich auch. Ich glaube einfach, Falco ist zu Falco zurückgekehrt. Aber auf diese Dinge komme ich zurück noch, weil Sie das anrissen. Dieser Satz ist damals auch gefallen, dass viele sagen, ja, wir verstehen ihn. Glauben Sie, dass insbesondere dieses Album einfach nicht verstanden wurde? Also ich habe selbst auch das bei mir gespürt. Ich habe versucht,
mit aller Gründlichkeit dieses Album aufzunehmen, habe versucht, dahinter zu kommen, welcher Mensch steckt dahinter, was ist in ihm vorgegangen, habe versucht, die Texte für mich irgendwie zu adaptieren, aber ich habe es nicht geschafft. Ich gebe das ganz ehrlich zu. Es ist ein bisschen so, wie Junge Römer 1983 war, der Versuch, ich sage es jetzt ganz vorsichtig, einer Kunstsprache, die Entwicklung einer Kunstsprache, die assoziativ sein soll, ja, die farbig sein soll, die nicht unbedingt immer Sinn haben muss, die zwar kein gnadenloser Nonsens sein soll, aber wo man sich durchaus auch spielen sollte mit der Fähigkeit des Hörers, sich etwas dabei zu denken. Wahrscheinlich überzogen, wahrscheinlich übertrieben, wahrscheinlich übers Ziel hinausgeschossen, aber sprechen wir bitte über Data de Groove in 2-3 Jahren weiter. Bin mir ganz sicher. Okay, ich wollte jetzt sowieso davon wegkommen, weil es gilt halt über die neue Platte zu reden, über den Falco, der jetzt wieder da ist, über das, was in diesen 2 Jahren passiert ist und letztendlich in dieser LP mündete. Es ist ja immer interessant, wenn begonnen wird, Kreativität nicht mehr nur aus dem Bauch zu spüren, sondern mit dem Hirn zu verarbeiten. Und das ist, Entschuldigung, ich möchte die Frage da gleich wirklich richtig stellen, ja wirklich also so ein Moment, was ein Knackpunkt ist für jeden Künstler. Ja. Bei diesem Album, jetzt ganz konkret, geschaffen, dieses Album, mit Momenten der Spontanität erstmal aus sich herauszulassen oder doch von vornherein hingesetzt, Falco bedient, auf Falco zurückbesonnen, mit Johannes Hölzel als Zaungast, fast als Zaungast. Wissen Sie, was meine Grundpositionierung ist? Mhm. Ich glaube, dass mein Antrieb, Musik zu machen, Kunst zu machen, dort zu suchen ist, wo ich unzufrieden bin. Und das werde ich ganz sicher mit 75 auch noch sein. Ich glaube, dass ich mit jedem Album besser werden kann. Und ich denke, dass ich ziemlich genau weiß, wie es geht. Das ist kein Schielen auf den Markt, das ist keine kommerzielle Zugabe, das ist ganz einfach eine Annäherung an eine Qualitätsnorm, die ich mir vorgegeben habe. Ich glaube, dass ich es ein bisschen vernachlässigt habe, in der letzten Zeit, gerade auch mit Data de Groove, auf mein Publikum zu achten. Mir mein Publikum anzuschauen und anzuschauen, wer eigentlich meine Platten haben will. Das hat jetzt nichts mit Kommerz zu tun, das hat nur mit einer Bedienung des Publikums zu tun, so wie Sie es machen, so wie es die Presse macht, so wie wir es alle wollen. Ich glaube, dass mein Publikum also noch nie ausgesehen hat wie das Publikum des Papstes, wenn er im Stadion auftritt, sondern dass mein Publikum immer dort zu suchen war, wo man bei den Leuten zu suchen war, die genau wussten, dass sie sich irgendwann mal anpassen müssen, arrangieren müssen mit dem Establishment oder wie man es immer nennen möchte, die vielleicht gerade dabei waren, sich zu arrangieren mit dem Establishment, meistens unter Schmerzen, und die sich bereits arrangiert haben, weil sie also erkannt haben, dass sie die meiste Lebensqualität dort haben. Aber alle drei, ob jetzt die es erst werden, die es gerade tun oder die es schon getan haben, würden sich eigentlich lieber nicht arrangieren. Und dort ist mein Publikum. Und ich war immer am schlechtesten, als ich versuchte, mich in irgendeiner Form zu arrangieren, mich anzupassen. Insofern war das letzte Album ein wichtiger Schritt, ganz weg von jeglicher Spekulation. Und mein vorliegendes Album hat 10 Statements. Und ich glaube, dass ich genau dort bin, wo ich hingehöre. Was nicht gesagt ist, dass es nicht vielleicht noch ein besseres geben kann. Ich habe den Ausdruck benutzt, Johannes Hölzel als Zaungast bei Falco. Ja. Ist das so? Unterscheidet sich Johannes Hölzel und Falco? Und wenn ja, wie würde Johannes Hölzel Falco beschreiben und wie beschreibt Falco Johannes Hölzel? Ich habe da einen Standardsatz, fragen Sie meinen Arzt. Das ist natürlich ein bisschen wenig, ja. Ich glaube, dass es Anfang 80 mir gelungen ist, und zwar als einzigen im deutschsprachigen Raum gelungen ist, ein Mittelding zwischen einer Figur, die fassbar ist, ja, mit der man also durchaus reden kann,
die also sich nicht Kinski-esk oder Nomi-esk versteckt hinter Attitüde und doch einer Kunstfigur auch. Was in unserem Lande natürlich eine große Schwierigkeit war, denn gerade in Deutschland und in Österreich, im deutschsprachigen Raum, geht es um die Hinterfragung, geht es ums Niedermachen, geht es darum, nicht nur ums Liedermachen, sondern auch ums Niedermachen, geht es darum, mal auf den Busch zu klopfen, mal zu gucken, was. Das ist nirgendwo auf der Welt so. Das ist in Frankreich nicht so, das ist in Italien nicht so, das ist in Amerika nicht so. Wenn man in Amerika fragt, wer ist Falco, dann wird niemand sagen, er ist ein Posierer, sondern dann werden die Leute höchstens im schlimmsten Fall sagen, er macht Slapstick, er karikiert sich selbst, er ist eine Kunstfigur, mit dem man dann natürlich, wenn er sich abschminkt, auch mehr oder weniger gescheit reden kann. Und ich glaube, dass ich ganz genau liege und ganz genau weiß, in der Zwischenzeit, und da braucht man 10 Jahre, leicht, ja? Da braucht man 10 Jahre, um diese Balance zu finden zwischen eben Unangepasstheit, Angepasstheit, zwischen stilisiert, zwischen Attitüde und Ehrlichkeit. Ich bin dort immer gewesen, wo es darum ging, kontemporäre Sachen zu machen. Ich mache keine 1000 Jahre Rockgeschichte, ja? Und ich habe auch mit den Rolling Stones wenig am Hut. Ich habe meine Musik immer als Transportmittel für meine Texte verstanden und so wird es auch weiter bleiben. Ich glaube, dass ich viel arbeiten muss in Deutschland, um mich als Typ zu etablieren. Ich habe es nämlich bisher immer so gepflegt, mit einer Platte, mit dem Charterflug sozusagen aufzutauchen und dann wieder abzutauchen. Und die Leute, sie helfen mir ja dabei, das transparent zu machen, ja. Die Leute sagten, ja, was ist er jetzt eigentlich? Was ist er, was macht er? Ist er krank oder tut er nur so? Oder? Okay, also ich glaube, daran haben sich die Leute gewöhnt, dass Pausen sind zwischen den Platten und so. Das ist ja bei anderen Künstlern ähnlich. Aber Sie haben jetzt ganz schön drumherum geredet, muss ich ehrlich zugeben. Weil ich nähere mich Ihnen ja mit, also wirklich nicht, um Sie niederzumachen, sondern weil ich Interesse habe, sowohl an der Figur als auch an den Menschen. Das freut mich sehr. Und ich da also wirklich richtig neugierig bin. Mhm. Und ich würde wirklich gerne von Ihnen gesagt bekommen, einfach um zu wissen, ob ich da auch so empfinde, sagen Sie mir 3 wichtige Eigenschaften, die Falco besitzt, aus Ihrer Sicht, die Sie bedienen, und sagen Sie mir 3 wichtige Eigenschaften von Johannes Hölzel. Im Aufzählen bin ich ganz schlecht, aber ich sage Ihnen einen anderen numerischen Vergleich. Ich glaube, dass 1982 80% Kunstfigur und 20% Mensch waren und sich 1992 das Verhältnis genau ins Gegenteil umgekehrt hat, weil Falco es gelernt hat, weil Hans Hölzel es gelernt hat, Falco zu sein, und Falco es gelernt hat, sich auch als Hans Hölzel transparent machen zu können. Sind Sie jetzt bedient? Ich will noch ein bisschen weiter. Versuchen wir es mal andersrum. Sie haben also ja wirklich, wie Sie sagten, als ein sehr deutschsprachiger Künstler, und das ist bekannt, es geschafft, in Amerika Nummer 1 zu sein. Die Fallhöhe war Wahnsinn. Der Erfolg war Wahnsinn und die Fallhöhe. Die zu kalkulierende Fallhöhe ist Wahnsinn. Nee, die zu kalkulierende Fallhöhe ist wahnsinnig bei einem Stabhochspringer. Und wenn der einmal 10 Meter springt und beim nächsten Sprung 9,95 Meter, ist das eigentlich schon ein Misserfolg. Und so haben sie auch meine Fallhöhe zu betrachten. Ich habe also mit dem Album, auf dem Amadeus war, sehr großen Erfolg gehabt, habe Platin gemacht in Amerika und war die nächsten 2 Jahre in Amerika unterwegs. Und wenn Sie heute in Amerika fragen, wer Falco ist, dann werden die Leute das wissen. Was Sie vielleicht unter Fallhöhe verstehen, verstehe ich unter Hochlegen einer Latte, die es immer wieder zu überspringen gilt. Und da muss man halt natürlich umgehen damit, lernen. Okay, fragen wir es konkret. Auf diesem Ruhmesgipfel, wenn die Latte da ganz oben ist und man das erreicht hat, gerade darüber spricht, ist da oben ziemlich viel Einsamkeit? Ja, jede Menge. Und vor allen Dingen, die Luft ist auch sehr dünn. Vor allen Dingen, wenn man sich nicht entschließt, in Amerika zu bleiben, sondern, was mir viele Leute übel genommen haben, er hat gesagt, was macht er jetzt eigentlich, der Idiot? Jetzt hat er Erfolg drüben, warum bleibt er nicht drüben?
ich sage, ich habe kein Vaterland, ich habe eine Muttersprache und die ist Deutsch und ich fühle mich deutschsprachig und ich denke Deutsch. Ich denke nicht amerikanisch, ich bin nicht Arnold Schwarzenegger. Ich bin hoffentlich bald mal von der Promotion-Arbeit her und von der Rhetorik her so gut wie Niki Lauda, aber so stark wie Arnie werde ich nie werden und will ich auch gar nicht. Also das heißt, ich habe mich entschlossen, nach den großen Erfolgen in Amerika hier zu bleiben. Und musste natürlich jetzt eine persönliche, ziemlich schizoide Situation verarbeiten. Auf der einen Seite in Amerika superlativ zu sein und auf der anderen Seite doch hier bleiben zu wollen, auf der Flucht den Kommissar Amadeus, was ja die Muttermilch der Gasländer, der deutschsprachigen Länder inhaliert hat, fortzusetzen. Und das, ich kann ich Ihnen versichern, war keine leichte Sache. Ich bin an der Arbeit. Sie haben den Satz aber so weggewischt, so mit einem Satz, die Luft ist ziemlich dünn. Ich würde wirklich dieses Gefühl gerne beschrieben haben, weil ich kann mir vorstellen, wenn sich so viele Leute an einen lehnen, in Amerika und auch hier, also ich will das jetzt überhaupt nicht differenzieren, und man zum Superstar wird, ich möchte wissen, was empfindet man da, wie groß ist da die Einsamkeit, wird man da erdrücken? Sie müssen zwischen Amerika und Deutschland, Österreich, Schweiz unterscheiden. Die Amerikaner lieben und pflegen ihre Stars und die Amerikaner nehmen auch durchaus zur Kenntnis, dass sie Götter mit Fehlern haben. Das passiert hier nicht. Wenn ich mir anschaue, was die Journalie, das ist bei uns in Österreich ja nicht anders als bei euch, ja, mit ihren Stars aufführt, ich sage jetzt mal Boris, im Moment gerade aktuell die Olympiade, da macht einer einen Bauchfleck. Oder wie heißt euer wunderbarer Autorennfahrer Schumann, Schumacher? Der fährt wie der Teufel, fährt einmal gegen Rad und hat schon ein Rad ab. Also hier verlangt ihr nach Göttern ohne Fehler und die gibt es nicht. Ihr wollt hier Stars, die also absolut keine Schwächen haben und ich verspreche euch, da bin ich der Letzte. Ich habe zumindest so viele Schwächen wie Stärken. Und die Einsamkeit, um auf die zurückzukommen, die ist natürlich da, mit der muss man umgehen lernen. Das ist möglich. Es ist sicherlich ein langer, schmerzhafter Prozess der Aufarbeitung, zu erkennen, warum man geliebt wird und von wem man geliebt wird. Da bleibt sehr, sehr viel Emotion und sehr viel Tränen am Weg, das sage ich ganz, ganz ehrlich. Man irrt sich oft in Menschen. Man glaubt oft an Menschen, die also aus ganz anderen Intentionen an einen rankommen. Sache der Zeit, es ist eine Sache der persönlichen Reife und der Erfahrung natürlich auch, hier differenzieren zu können. Ich komme gleich auf meine Arroganz und auf meine Überheblichkeit. Die hat sich natürlich auch aus dieser paranoiden Haltung gegenüber der deutschen Journalie entwickelt, weil die also immer nur in erster Linie, wenn einer sehr, sehr groß wird, oben drauf hauen, damit er um Gottes Willen nicht zu groß wird, weil mit den ganz großen Österreichern hat man in Deutschland immer schlechte Erfahrungen gemacht. Und da ergibt sich natürlich ein persönliches Problem daraus, aber mit dem muss man umzugehen lernen. Die Arroganz hat sich immer nur auf die Journalie bezogen, immer nur auf die Medien, auch auf die Industrie, immer auf die Leute, die mich vermarkten und verkaufen wollten, nie auf mein Publikum. Aber wenn man in den Ring geht und man nimmt sich seinen Sparringpartner mit, dann kann es hin und wieder schon vorkommen, dass der auch eine abbekommt, unabsichtlicherweise. Und ich glaube, das habe ich korrigiert. Ich glaube, dass ich so rüberkomme in der Zwischenzeit, dass auch Leute, die sagen, Falco, wollen wir nicht, sagen müssen, ja okay, er macht sein Ding und er ist tough und er ist geradeaus und er tut sein Bestes. Und das ist schon eine ganze Menge erreicht zu haben. Sie haben ja laut Pressematerial jetzt selbst auch für sich in Anspruch genommen, journalistisch tätig zu sein. Das bin ich seitdem ich Texte schreibe. Seitdem ich Texte schreibe, recherchiere ich. Ich nehme mir Themen, ich habe Visionen. Nicht oft, aber doch. Und denen gehe ich journalistisch auf die Spur. Ich reduziere unendlich. Ich schreibe also im Jahr 25 Leitartikel auf zwei Zeilen runter. Und so mache ich meine Texte. Und ich sehe mich als Chronist, ich sehe mich als Kommentator, so wie ihr Journalisten das ja auch seid. Und bediene mich des Transportmittels der Popmusik. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es fehlen bei mir nur, es hat also genetische Millimeter gegeben, die
ich glücklicherweise hatte, die es mir erlaubten, das Ganze dann mit Musik zu transportieren. Hätte ich die nicht, würde ich schreiben. Für einen Pulitzerpreis hätte es wahrscheinlich nicht gereicht, aber irgendeinen Namen hätte ich sicher. Ich will noch mal auf dieses Wort Einsamkeit zurückkommen. Wo haben Sie denn da so Geborgenheit gesucht? Es wird jetzt schon indiskreter. Wirklich, um zu überleben, um diese Balance dann letztendlich herzustellen und letztendlich jetzt so vor mir zu sitzen, wie Sie jetzt sind. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich habe mich in eine lange, lange Reihe von Leuten eingereiht, die wahrscheinlich wesentlich größere Künstler als ich waren und die dieselbe Flucht gemacht haben, nämlich die in den Exzess. Den habe ich heute auch noch, weil ich als Privilegierter, der ich bin, Popstars sind Privilegierte. Also ich meine, die brauchen sich gar nicht so runterzuspielen irgendwie. Ja, das sind sie. Und ich freue mich, wenn mein Garagist sagt, ich habe sie gestern im Fernsehen gesehen. Ja? Flucht in den Exzess, um darauf zurückzukommen, da ist also alles drinnen. Da ist die Droge drin, da ist der Alkohol drin, da ist der Exzess mit den Groupies drin. Da sind all diese Allgemeinplätze drinnen, die sie also in der Yellow Press lesen können. Das ist natürlich eine temporäre Flucht. Denn das Erwachen ist ein hartes. Viva, der Berufsmacho in Liebesnöten. 35-jährig hat er gerade eine Ehe hinter sich und noch keine zweite vor sich. In dieser Reife merkt man, es wird ein energetisches Problem und das merken die Leute. Es ist nicht gut, rumzuhängen irgendwie täglich in irgendwelchen Bars. Und es ist auch nicht cool und es ist auch nicht smart. Ich glaube, dass man temporär gezielt Gas geben sollte. Ja? Und dass man aber dann auf der anderen Seite so professionell sein muss, um zu wissen, dass man mit den Leuten nicht so umgehen kann, indem man ihnen mit dem Hintern ins Gesicht fährt und sagt, ah, you know. Aber es gab eine Zeit, und da reihe ich mich in eine lange, lange Reihe von Leuten ein, die das eben genauso getan haben, die auch zum Teil daran gestorben sind, unglücklicherweise. Ich habe es glücklicherweise überlebt. Das war meine scheinbare Bewältigung der Einsamkeit. Ich glaube, dass eine befriedigende Bewältigung der Einsamkeit nur sein kann, in seiner Arbeit aufzugehen, zu sehen, wie komme ich rüber, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, mit diesem Spiel, nicht nur der Medien, sondern auch mit dem Spiel der eigenen Kreativität zu lernen, umzugehen und sich dann schließlich irgendwo positioniert zu sehen, egal wo, das ist ganz egal wo, ob das im Underground ist oder im Schlager, oder sonst wo, aber es ist, man hat es eigentlich erst dann geschafft, sobald man gut steht. Sobald man einen guten Stand hat und weiß, okay, das. Ja. Ich glaube, dass man erst dann mit sich ins Reine kommen kann, sobald man weiß, wo man steht. Sobald man weiß, wie man rüberkommt. Und es ist ganz egal wo. Ob jetzt im Underground oder im Schlager oder in der Gastronomie oder im Fernsehen, also das ist egal. Man hat seinen Weg zu suchen, zu finden und sobald man hat, wird man von einer Wespe gestochen. Haben Sie jemals versucht, dieses Glücksempfinden und diese Harmonie auch in einer Partnerschaft wirklich auszuleben und nicht nur in sich selbst und da, wo man nur alleine lebt? Selbstverständlich, weil ich ja süchtig bin. Also ich bin ein potenzielles Opfer der Damen der Welt. Na gut, das ist nicht das. Wirklich, ich habe da jetzt eine Frage gezielt, darauf hat sie jemals versucht. Ich bin ja noch nicht fertig, selbst zu lernen, zu lieben. Ich glaube, dass man überhaupt keine Kunst, keine Musik, keinen kreativen Beruf ausüben kann, ohne zu lieben. Meistens kommt es anfangs so rüber, als wäre der Typ oder die Typin so von sich überzeugt, und würde nur sich lieben und irgendwie eben versuchen, so gut zu sein, dass sich das dann auf die Leute überträgt und die Leute sagen, wow, der ist also wirklich gut. Das ist eine Täuschung. Ich glaube, dass man ohne die Liebe überhaupt nicht auskommt, dass man den Impact der Liebe ununterbrochen aufsaugen muss wie die Muttermilch. Und nichts ist umsonst. Infolgedessen muss man auch lernen, nicht nur geliebt zu werden, sondern auch zu lieben. Aber wenn Sie mich ganz ehrlich fragen und ich ganz ehrlich antworten soll, liebe ich meine Arbeit am meisten und lebe eigentlich für meine Arbeit,
Ich habe eine geschiedene Frau, ich habe eine Freundin, ich habe eine reizende Tochter. Ich versuche für alle so gut wie möglich zu sorgen. Und das ist ja auch schon was, weil es gibt ja eine Menge Leute, die das nicht tun. Ich versuche gesellschaftlichen Verpflichtungen so weit nachzukommen. Also ich bin weder für eine katholische Betgemeinschaft verantwortlich, noch für einen Steuerzahler, noch für eine Schulklasse. Aber ich versuche, ein moderner Mann zu sein und straight umzugehen mit meinen Gefühlen. Diese Exzesse sind ja angedeutet in dem Video der neuen Titels Titanic. Wenn Ihre Tochter Sie so sieht, ich weiß nicht, wie alt die Tochter ist. Sieben. So ungefähr. Sie wird ja reifer. Wünschen Sie Ihrer Tochter so etwas, so auch mal diese Erfahrung zu sammeln? Ich glaube, dass man seinen Kindern, abgesehen einmal von der Genetik, gegen die man ja nichts machen kann oder für die man nichts machen kann. Und meine Tochter ist von der Genetik her sicherlich ein musischer Typ. Sie malt wunderbar. Sie möchte zwar nicht Klavier spielen, aber sie hat sehr viele Charaktereigenschaften von mir. Dieses himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübte. Diese Launigkeit, die natürlich auch man in den Griff bekommen muss. Sie wird das schon machen. Ich glaube, dass man Kinder nur positionieren kann und indem man versucht, möglichst locker zu sein und sich nicht zu verstellen. Und wenn ich der Meinung bin, dass mein neues Titanic-Video den Exzess haben soll, dann ist das ehrlich und das spürt auch meine Tochter. Wenn ich mich als Kasperl verkleiden würde, um zu versuchen, die Herzen deutscher Mütter zu gewinnen, dann würde meine Tochter mir das nicht glauben. Ich denke, dass man, es heißt immer so, mit dem guten Beispiel vorangehen. Und es heißt auch immer Familienplanung, was für mich lange Zeit der Inbegriff der Spießbürgerlichkeit war. Aber da ist schon was Wahres dran. Also man hat mit dem Kind eine gewisse Verantwortung. Mein Kind, jetzt ganz konkret und vielleicht auch ganz witzig, darf auf meinem Auto tanzen, wenn sie möchte. Nicht während der Fahrt. Ja? Und meine Tochter sagt auch, also der Papa, der macht oft wirklich verrückte Sachen. Aber ich meine, damit ist doch nur bewiesen, dass sie meine Tochter ist. Der Wahnsinn also ungeteilt vererbt. Die Liebe aber opfert Falco gänzlich seinem Werk. Aber wenn Sie mich ganz ehrlich fragen und ich ganz ehrlich antworten soll, liebe ich meine Arbeit am meisten. Indiskret. Dieser Exzess, der dort stattfindet auf dem Video, letztendlich auch den Bogen zu Genie schlägt, entspricht das wirklich so Ihren erotischen Fantasien auch heute noch? Bleiben wir doch ein bisschen bei der Erziehung meiner Tochter. Ich glaube, dass da nichts Verderbliches dran ist, wenn sich zwei Mädchen umarmen im Video. Ja, weil das tun sie in Wirklichkeit auch. Ja. Und ich denke, dass Kinder heute ganz woanders Gefahren ausgesetzt sind als auf MTV oder auf MDR oder auf in den Hitparaden. Ich denke, dass in den Schulen viel passiert, wo ich mir Sorgen mache drum. Ich glaube, dass ich ganz einfach Musiker bin, verdammt noch einmal. Und meine Tochter hat das zu akzeptieren. Ich bin kein Buchhalter. Wenn ich Buchhalter wäre, würde ich sie wahrscheinlich anders erziehen. Aber ich habe mir eines geschworen. Wenn ich nicht zu mir finde und nicht mein Leben in Ordnung bringe, wird mich meine Tochter in spätestens 10 Jahren verachten und auslachen. Und egal, was ich tue, wenn ich es ehrlich mache, wird sie es akzeptieren. Das ist ja auch, wie gesagt, okay. Ich habe mir dieses Video also ein paar Mal angesehen und auch immer, wirklich, weil ich immer versuchen will, was passiert da so in dem Mann, was geht da vor sich, was läuft da? Und es sind ja wirklich erotische Bilder, ist ja völlig okay. Und das ist gut, dass es so eine Art gibt, Musik über Erotik und all das soll ja angesprochen werden. Also wissen Sie, das Erotische sollte schon ich sein an der ganzen Geschichte. Ja, und das wundert, das, Sie sind das auch. Aber es wundert mich, weil Sie gehen nie von der Körpersprache auf diesen Exzess drauf zu. Im Grunde genommen schieben Sie ihn von der ganzen Körpersprache immer von sich. Sie finden also, ich sollte mich ausziehen? Das habe ich nicht gesagt.
Das ist die Quintessenz von dem, was Sie fragen. Nein, das ist nicht die Quintessenz, überhaupt nicht. Ich frage mich wirklich, ob der nicht, so ich suche in diesen Geheimkammern, ich suche, wo er nach Wärme, nach Liebe sucht, weil das sind wirklich Ausschweifungen, die jeder gerne hat und die sich jeder hingibt, aber im Grunde genommen, drücken Sie es von der Körperhaltung weg. Ist Ihnen das mal aufgefallen? Nee. Sie nehmen das nicht an. Wissen Sie was? Ich sage Ihnen was. Wenn ich vielleicht ein bisschen verrückt bin, dann manifestiert sich das sicher auch in der Körpersprache. Und ich bin kein Michael Jackson, ich greife mir auch nicht zwischen die Beine. Ja? Aber ich denke, dass das, was ich tue, gerade in einem extrem reizvollen Kontrast steht und stehen soll zu dem, was rundherum passiert. Ich soll auch, in Anführungszeichen, über den Dingen stehen. Das ist auch so. Ich muss mich nicht im Wasser wälzen, um Iggy Pop zu imitieren oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass das schon ganz okay ist und die Leute verstehen das auch richtig. Und diese Kammern der Wärme, das müssen Sie mir übersetzen. Also so weit Deutsch kann ich nicht. Also das interessiert mich jetzt, wo Ihre Kammern der Wärme sind. Die Kammern der Wärme sind sicherlich jeder, weil es sind für mich jeder, der in dem Beruf aufgeht, egal wo, ob Sie das sind, ob ich das bin oder sonst jemand. Jeder, der sich aufgibt und für den Beruf lebt und Erfolg auch haben möchte. Ja. Nimmt irgendwo Ersatzbefriedigungen an. Ja. Rauschzustände, welcher Art auch immer. Und ja, eine Zeit lang. Ich weiß es nicht, ob man nicht immer wieder dahin geht und im Grunde genommen, aber irgendwo tief innen, auch immer wieder nach Liebe und nach irgendwo einem anderen Sinn. Vielleicht steht die ganze Kunst, seitdem es Künstler gibt, auf einer tiefen Sehnsucht. Auf der Sehnsucht nach Perfektion, auf der Sehnsucht nach Liebe, das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich eines sagen, ich möchte für den Rest des Interviews nicht so hochgestochen daherreden. Ja? Ich möchte also dort bleiben, wo die Leute sagen müssen, er weiß, wovon er redet und er setzt sich da jetzt nichts auf und schwafelt irgendwie intellektuellen Brei daher. Das bin ich nicht, das werde ich auch nie sein. Okay. Erzählen Sie mal ein bisschen was aus Ihrer Kindheit und so von Ihrem Verhältnis zur Mutter so? Ja, gerne. Falco und die Frauen. Gegen eine ist er machtlos. Ich glaube, dass es keine wichtigere Frau im Leben eines Mannes gibt als die Mutter, weil man so viel moralische Integrität nirgendwo finden wird. Ich sage jetzt was ganz Unpopuläres und werde mir wahrscheinlich nicht viel Freunde unter den Frauen machen. Ich hoffe aber trotzdem, verstanden zu werden. Ich glaube, dass die beste Möglichkeit, in Anführungszeichen, eine Frau, die man verloren hat, zu verkraften, eine neue Frau ist. Und ich bin ein Opfer, ich bin süchtig. Süchtig ist er auch nach Luxus. Exklusive Nobelkarossen sind Falcos Leidenschaft. Und nicht nur seine, wie er indiskret verrät. Und meine Mutter ist da ein gewisser Fixpunkt. Ich habe sie oft gehasst, weil sie mir immer die Wahrheit gesagt hat. Über das Gift, über den Erfolg, über den Exzess. Und sie ist wirklich fantastisch. Ja? Sie gibt also auch Autogrammstunden in U-Bahn-Stationen. Und sie hat es auch lernen müssen als einfache Frau vom Lande, die also meinen Vater geheiratet hat, der Maschinenbauer war, und sie Hausfrau, hat es lernen müssen, mit einem Sohn umzugehen, der so eigentlich ganz aus der Art schlägt. Und auch der finanzielle Erfolg hat sie zunächst sehr irritiert. Meinen Vater natürlich noch wesentlich mehr, weil der mich lieber als Juristen oder als Mediziner gesehen hätte als Popkasperl und mich eigentlich erst begonnen hat zu akzeptieren, als der erste Scheck gekommen ist. Ich glaube, dass das Verhältnis zu den Eltern eine Sache ist, die eine lange, lange Zeit der Aufarbeitung bedeutet. Und da habe ich zu meiner Mutter ein wesentlich intimeres und tieferes und menschlicheres Verstehen, Vertrauen und Verhältnis als zu meinem Vater. Mein Vater sieht überhaupt nicht, was ich tue. Ich kann es ihm nicht verübeln, wenn man also 40 Jahre in einer Werkhalle verbringt, dann ist man eben so. Und er ist, wie er ist, und ich akzeptiere ihn. Er akzeptiert mich auch, aber nur solange ich Geld verdiene. Und das finde ich eigentlich traurig. Wie würde denn die Platte wirklich jetzt interessieren? So, wird es jetzt eine Tour geben zu der neuen Platte? Laufen wir.
Ich habe den Industriepartner gewechselt und damit sollte ein neues Kapitel beginnen. Wird es auch, das garantiere ich. Wir kommen mit Nachtflug am 24. September. Ich mache anschließend ausgedehnte Senderreise, Pressereise durch Deutschland. Da werden wir uns sicher wieder sehen, hoffentlich. Und wenn die LP so verkauft, wie ich es mir vorstelle, dann gehe ich Februar, März auf ausgedehnte Deutschland-Tournee. Mhm. Ich möchte auch noch, weil das möchte ich in einer anderen Sendung etwas machen, dass Sie vielleicht so ein bisschen was sagen zu dem Darwin-Projekt, warum daran teilgenommen, wie das zustande gekommen ist, denn da ist ja bisher eigentlich kaum was zu gesagt. Ja, ja. Ich muss zum Darwin-Projekt sagen, ich kam da ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, habe also von meinen früheren Produzenten, mit denen ich jetzt wieder arbeite, Bolen & Bolen in Holland, ein Konzept für ein meines Erachtens recht sophisticated Projekt bekommen, nämlich über den Darwin, der ja von der Kirche und von allen möglichen gescheiten Leuten jahrhundertelang totgeschwiegen wurde und letztlich recht gehabt hat. Und ich glaube, dass solche Leute, abgesehen von ihrem Genius, das Salz des Meeres sind und Outsider sind, Partisanen sind, die ihr Leben lang versuchen, ihr Schmuggelgut einzubringen in die eingesessenen klerikalen oder wie immer gesellschaftlichen Normen. Infolgedessen hat mich das Projekt interessiert von Anfang an. Ich habe dann zwei Nummern gemacht drauf. Er war der Mahngenie und Partisan und Metamorphic Rocks. Und es war ein wunderbares kleines Gastspiel in Holland und hat dann eigentlich meine alte Liebe zu meinem Produzenten wieder angerührt. War also fast ein Trailer für unsere jetzige Zusammenarbeit. Mir würde das jetzt reichen. Ich würde gerne eine Frage rein mal privat, die mich jetzt so interessiert, noch loswerden. Weil Sie haben vorhin so diesen Begriff, auch Kunstbegriff, reingeworfen. Ja. Und das ist jetzt wirklich für uns intellektuell, was jetzt nicht mehr mit den Hörern zu tun hat. Und haben gesagt, dass also für Sie ganz wichtig ist, Negativerlebnisse zu verarbeiten in der Kunst und das auch zu zeigen, also anzukratzen und so weiter. Ich war jüngst bei der Dokumente, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, und war also ganz ehrlich entsetzt. Und zwar einfach, also auch, weil dort Kunst nur mit diesem Negativ-Touch umgeht. Und ich frage mich, und diese Frage habe ich dort auch einem Professor gestellt, ich hatte ja auch irgendwann mal ästhetische Vorlesungen und habe mal so über diesen Kunstbegriff nachgedacht. Und es hat für mich immer auch etwas mit Harmonie und Schönheit zu tun. Ja. Und das wurde also dargestellt, also dann hätte ich ja überhaupt keine Ahnung mehr und wäre also nun völlig veraltet, weil Kunst habe schon lange nichts mehr mit Harmonie und Schönheit zu tun, sondern nur noch mit diesem Ankratzen. Wie sehen Sie das? Ich glaube, dass in der bildenden Kunst jahrhundertelang gegenständlich gearbeitet wurde und dass diese Gegenständlichkeit irgendwann mal nach einer Auflösung gerufen hat. Ich würde sagen, mit Beuys ist eure Kunstfigur, Kunstkultfigur gestorben und hat eine Lücke hinterlassen, die bisher in Deutschland noch nicht gefüllt wurde, leider. Er hat viele Schüler, die ich alle sehr, ich kenne zum Teil, die ich sehr schätze, aber okay, sie haben noch Zeit. Ich verfolge die Dokumente mit großem Interesse. Ich war auch oft auf der Biennale. In Venedig zum Beispiel und so. Ich sammle Wiener Aktionisten. Wenn Sie das sehen, wie die den herkömmlichen Kunstbegriff ankratzen, dann würden Sie entsetzt sein. Aber ich denke, das ist jetzt. Und ich habe gerade heute, bevor wir unser Interview machen, mit dem Veranstalter oder mit dem Leiter der Dokumenta in Kassel ein Interview gehört, der sich sehr Kinski-esk exaltiert hat und gesagt hat, ja, es ist die Zielsetzung, keine Orientierung zu bieten. Naja, da würde ich sagen, das ist vielleicht seine Auffassung von einer Gegenbewegung zu dem, was sich sonst in Deutschland an Orientierung abspielt. Denn da spielt sich eine ganze Menge an Orientierung ab, an Neupositionierung, soweit ich als Österreicher von außen das betrachten kann. Ich glaube, dass die Kunst in Ordnung ist, solange sie
informiert, solange sie nicht nur gefällt. Wissen Sie, wenn Sie meine Nietzsche und meine Polanskis und meine Berger sehen und meine Objekte von Buddy Friberger. Rainer habe ich leider. Arnulf Rainer habe ich leider nicht mehr erwischt, der ist mir schon zu teuer. Hätte ich aber gerne. Dann würde das Ihren Kunstbegriffen nicht entsprechen. Ich glaube, ich kann Van Gogh was abgewinnen. Ich kann selbstverständlich den Meistern Picasso was abgewinnen. Da Vinci überhaupt als Gesamtkunstwerk. Auch den Wiener Expressionisten, auch den fantastischen Realisten und Surrealisten schon weniger. Das ist mal zu klerikal und zu verschnörzelt irgendwie. Aber ich glaube, dass gerade die Wiener Aktionisten, und ich spreche jetzt von der Wiener Kunst, weil ich davon am meisten verstehe und sie auch sammle und auch so weit es in meinen Möglichkeiten liegt, protegiere, schon etwas aufgerissen hat in den 50er Jahren. Weil bitte, das war ja nicht auszuhalten. Ich meine, ich bin im Jahrgang 57 und war 68 gerade 11, wo das jugendpolitische Ding mal so richtig aufgebrochen ist. Was ja, ich vergleiche es mit dem, was auf der Documenta passiert. Es hat einen gewissen Nihilismus, aber dieser Nihilismus ist auch ein Ausdruck unserer Zeit und eine Gegenbewegung zu etwas, was vielleicht so konkret ist, dass man es so konkret gar nicht haben möchte. Ja gut, das ist jetzt nur mal so für mich gewesen. Ich weiß nicht, ob das spielen Sie ruhig, das ist schon okay. Ja, weil es interessiert mich so, wie da Kunstpositionen. Ich glaube, dass man einem Musiker nicht zutraut, dass er darüber reden kann. Zumindest dann würde ich Sie nicht darauf ansprechen. Ja, ich merke ja, dass da doch eine ganze Menge so an Kunstinteresse rundherum ist. Ich würde Sie schon bitten, dass Sie das bringen. Ja? Gut, also gerne. Gut, also ich würde jetzt aufhören. Es sei denn, wir wollen noch über die Traditionslinie und Sprache noch mal reden, aber ich glaube, das ist wirklich, lassen wir sein. Ja? Ich glaube, es hat uns beide sehr bedient. Ja, das würde ich auch so sehen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Jetzt sind wir wieder per Du. Jetzt sind wir wieder per Du. Dann bedanke ich mich sehr für dieses Interview. Das war grazie. Sehr. Normalerweise wissen Sie, wenn eine Dame zu Besuch kommt, finden wir immer einen Schlips um, aber es ist so heiß. Ja, das verstehe ich. Nee, das ist. Also ich One, glaub, two, test. Mir Wiedersehen. Mir hat das so richtig. Also mir gefällt das, was ich da jetzt von dem Album mitbekommen habe, von dieser Auskopplung. Habe das auch mal getestet gestern Abend so im Familienkreis. Und was heißt im Familienkreis? Im Sohneskreis. Ja. Und das ist eben wieder dieser totale, kompakte Sound, wie man ihn eben wirklich macht. Das ist es. Ich glaube auch, dass es. Es kommen bestimmt noch irgendwelche. So, ich hoffe. Ein Lachs mit Kaviar. Kostet nur 18,50, können wir ausleihen. Sonderangebot. Ja, wir mich machen auch. Weiter so. Gut, naja, das ist schön.